Die SPÖ am 1. Mai. Fahnen schwenken, lächeln, winken, Einigkeit demonstrieren. Doch in Wahrheit brodelt es im Lager der Sozialdemokraten. Einerseits tobt in Wien ein interner Lagerkampf, andererseits herrscht wieder einmal dicke Luft zwischen den Roten und den Schwarzen in der Koalition. Das Rot-Grün-Manifest, in dem die ÖVP-Kanzler Kern wie einen Sowjetkommunisten mit Hammer und Sichel abbildet, sorgt für Ärger. Auch wenn Kern mit einem Facebook-Video elegant kontern kann. Die ÖVP hat jetzt auf unsere inhaltlichen Vorschläge mit einer Broschüre geantwortet, wo sie erklärt, dass das alles nicht passt und ich ein Kommunist bin. Ich habe das mit Interesse zur Kenntnis genommen. Aber ich bin froh darüber, weil ich finde es gut, dass wir die richtigen, wichtigen Fragen diskutieren. Aber nicht nur ein Vergleich von Broschüren sorgt für Wirbel in der Regierung, vielmehr stocken die im Februar mühsam ausverhandelten Reformkompromisse. So hat es etwa die Aktion 20.000, also der Plan, 20.000 ältere Arbeitssuchende bei Bund, Ländern und Gemeinden unterzubringen, erneut nicht durch den Ministerrat geschafft. Und auch bei der kalten Progression können sich SPÖ und ÖVP weiter nicht einigen. Die ÖVP scheint es momentan tatsächlich auf Neuwahlen anzulegen, zumindest manche ihrer Funktionäre. Denn die Hoffnung ist groß, dass die SPÖ derzeit für Nationalratswahlen denkbar schlecht aufgestellt wäre. Und das liegt vor allem an der Wiener Landespartei. Am vergangenen Samstag ist der Konflikt zwischen den verschiedenen Lagern voll aufgebrochen. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Fragen. Erstens, wer soll Häupl nachfolgen? Und zweitens, wie soll die SPÖ es künftig mit der Option Rot-Blau halten? Es ist ein Konflikt Linke gegen Rechte in der SPÖ, auch wenn der Wiener Bürgermeister das kleinreden will. Das Gefasel vom rechten und vom linken Flügel in der Wiener Organisation ist inhaltlich definierter Unsinn. Das muss man einfach sagen. Ich kenne in der Wiener SPÖ nur ganz wenige, die so etwas tatsächlich in Erwägung ziehen oder ja, Diskussionsbereitschaft über dieses Thema signalisieren. Das war es aber auch schon, also so gesehen. Das hat nicht wirklich so inhaltliche Gründe. Ja, da gibt es, wo Menschen sind Menschen, so gibt es halt persönliche Gründe dafür. Aber das sollte man alles hinter anstellen, wir haben wirklich was anderes zu tun. Das sehen nicht alle in der Partei so. Am Parteitag wird einerseits sowohl Häupl auf nur 77% Zustimmung zusammengestrichen, auch Finanzstadträtin Renate Brauner kommt nur auf 67%. Andererseits werden auch aus dem Rebellenlager Protagonisten abgestraft. Stadtrat Michael Ludwig mit 67% und der Simmeringer Parteichef Harald Troch mit 65%. Es war offener Hass, Raunen, Insider. Mit dem Ergebnis, dass die Partei insgesamt schwer angeschlagen in die Zukunft wankt, ohne auch nur eine Weichenstellung getroffen zu haben. Michael Häupl bleibt dabei, er will Kanzler Christian Kern bei der Nationalratswahl helfen und erst dann das Feld räumen. Der Kanzler versucht bei seiner Rede am 1. Mai an die Einigkeit in der SPÖ zu appellieren. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist eine Frage des Respekts vor euch, die unsere Bewegung, unsere stolze Bewegung repräsentiert, dafür zu sorgen, dass wir uns nicht anfangen, gegenseitig zu besichtigen. Wir sind so weit gekommen, wir sind einen so langen gemeinsamen Weg gegangen. Wir lassen uns nicht zerstören, was wir erreicht haben gemeinsam. Und es war immer so. Wir haben nicht immer leichte Zeichen gehabt. Diese Partei ist durch schwere Krisen gegangen. Aber wir haben die gemeistert. Und wir haben sie immer dann gemeistert, wenn wir zusammengestanden sind. Das ist das, was ihr euch von uns erwarten dürft. Und das ist auch das, was ich mir erwarte. Und Michael Häupl, er rückt drei Tage nach dem Parteitag doch etwas von seinen Plänen ab. Aber natürlich muss man parteiintern, wenn man selbstverständlich zur Kenntnis nimmt, wie Wahlergebnisse ausschauen, natürlich überlegen jetzt, was ändert das unter Umständen an dem Plan, den man bisher hatte. Ja? Schauen wir mal. Also ich glaube nicht viel, aber trotzdem muss man nachdenken. Nachdenken ist angesagt in der SPÖ, denn eine Nationalratswahl zu gewinnen, ohne auf eine starke Wiener Partei zählen zu können, ist schier unmöglich. Denkbar also, dass Michael Häupls Zeit doch schneller endet, als er selbst das plant.